meine Musik dient safe auch dazu, dass ich freier sprechen kann oder meine Gefühle preisgeben kann oder einfach erzählen kann, was in mir ist. So. Auf jeden Fall 100% safe. Mein Name ist Talha Güneş. Viele kennen mich auch als Ali Fizi Mainz. Komme aus Duisburg. Meine Eltern sind aus der Türkei, aus Karaman. Und ja, ich bin Künstler, ich mache Musik. Meine Stadt voller Gangster, ey. Und ich frag mich, was am Ende bleibt. Die alte Bilder und ich denk dran, ey. Wie es war, doch es wird nie mehr so sein. Geht schon Tag. Von außerhalb denkt man sich, Duisburg ist so voll die Chaotenstadt. Und hat auch so einen schlechten Ruf. Hab auch irgendwo mal gelesen, sie soll die unsympathischste Stadt sein. Wird mal gewählt, so glaube ich, oder so. Aber wenn man hier groß gewachsen ist, ist es für einen, klar ist für jeden so natürlich Heimat. Heimatfeeling hat man, aber so, man sagt immer, auch hier im Pott, man sagt, die Duisburger haben immer so einen anderen Kopf. Ich habe eine Ausbildung gemacht, also kaufmännisch für Büromanagement bei der Turkish Airlines. Da war ich halt am Flughafen, war auch eigentlich richtig, hat Bock gemacht, war jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber hat schon Spaß gemacht. Die letzte Ausbildungsphase habe ich halt angefangen auf Instagram, Hörproben, musikalisch, rechts, links, bisschen posten. Und im Juli habe ich die Ausbildung halt bestanden. Die wollten mich auch übernehmen, aber einen Monat später habe ich halt meinen Song gebracht und habe da abgelehnt. Hadi gel gezelim. Uzaklara gidelim arabala. İstersen konuşayım babanla. Uzaklara gidelim. Hadi gel gezelim. Uzaklara gidelim. Also ich würde so sagen, erstmal, man wächst mit ganz verschiedener Musik auf. Zum Beispiel mein Vater hört nur Volksmusik. Wirklich so diese türkischen Garanten von früher mit Saz und diese, und die kenne ich auch wirklich alle auswendig, auf jeder Autofahrt und so, diese. Und dann hast du einen Bruder, der 15 Jahre älter ist als du, und der hört dann Hip-Hop, Tupac, Biggie, rechts, links, weißt du, das sind dann, und dann du mit 10, 11 fängst an, Deutschrap zu hören. Also mein erster Song kam zustande erstmal auch durch eine Hörprobe. Das war, glaube ich, die 5. oder 6. Hörprobe, die ich auf Instagram hochgeladen habe, aber das war die erste türkische, die ich hochgeladen habe. Und irgendwie, das ging voll ab. Das ging, ich stehe auf und ich habe irgendwie 10.000, 12.000 Follower bekommen, und das ist ja alles komplett neu für dich. Ich habe mir immer gedacht, ey, mein erster Song muss deutsch sein, weißt du, was ich meine? Weil, wie willst du sonst den Switch kriegen auf Deutsch? Der ist komplett türkisch und der ist auch noch kein türkischer Rap, so. Weißt du, was ich meine? Es geht schon mehr in diese poppigere Richtung, wo man drauf tanzen kann und voll die Clubmucke so. Du bist ein Newcomer, du hast gerade mal 20.000, 30.000 Follower, das seit 2 Wochen bekommen, und der Song geht durch die Decke, und nach einem Tag, nach ein paar Tagen, du hast deine ersten Million Klicks, und nach einer Woche bist du schon bei 5, 6 Millionen. Und wenn du dir guckst, wer noch in der Woche alles released hat, was für Namen, und du einfach eine bessere Resonanz als die hast, denkst du dir, okay, was geht jetzt ab? Wenn ich was fühle oder wenn der erste Gedankengang auf Türkisch ist, dann kämpfe ich nicht, das jetzt zu übersetzen auf Deutsch. Weil irgendwie dann verliert das so seinen Glanz, finde ich, für mich persönlich, oder auch umgekehrt. Immer noch finde ich, dass dieses emotionale Denken auf Türkisch überwiegt so. Alle machen jetzt auf Kokshändler, Gangster, aber wir sind die Goalgetter. Weil ich alles mit einem Song ändere. Jet Set Life, ja, ich bin Goldmember. Ich habe mir aufgenommen in einem Jugendzentrum oder in einem Keller bis zu diesem Song. Klar, danach war ich hier bei Judy und so, habe ich aufgenommen. Das war das erste Mal, wo ich in einem professionellen Studio bin. Du weißt, was ich meine? Und nach 2, 3 Wochen bist du in Berlin mit Joke Bizarre, Vincent Stein, Produzent. Du kennst sie ja alle, weil du Deutschrap mitverfolgst, weißt du. Und Kapi kommt, der hört sich deine Songs an, der gibt dir Props. So, dass du denkst dir, okay, was geht jetzt ab, Alter? So, weißt du, was ich meine? Weil du bist ja noch... Vor 2 Wochen hast du deinen ersten Song gebracht. So, ja, ne,
Selbstbestimmung als Künstler bedeutet für mich, dass man sich selber treu bleibt. Weißt du, was ich meine? Klar, jeder Künstler will so ein Bild von sich geben oder präsentiert schon etwas, steht für etwas. Man wird geliebt für etwas, man wird gefeiert für etwas. Auf jeden Fall alles cool. Aber ich finde, so dieses, wenn du abends im Bett liegst, wenn du dann irgendein Fragezeichen hast oder irgendein schlechtes Gewissen wegen etwas, was du vielleicht den Kindern oder deinen Fans oder deiner Gemeinde mitgibst, was falsch ist, dann hast du für mich komplett verkackt im Künstlerdasein. Wenn du nicht mal mit dir selber treu bist und dieses, wenn du nicht das machst, was du willst oder was du fühlst oder was von deinem Bauch kommt oder deinen eigenen Film, wenn du den nicht fährst, dann ist das für mich, gut, du hast komplett verkackt. Wieso machst du das dann? Weißt du, was ich meine? Weil das staut sich auf. Und am Ende bist du ein Künstler, vielleicht der erfolgreich ist, aber du hast Depression. Du weißt, was ich meine? Was bringt dir das dann? Die Selbstbestimmung als privater Mensch, gibt es viele Punkte, die sich da so überschneiden. Wenn du mit dir selber im Klaren bist, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, safe. Aber als privater Mensch hast du noch die eine Last so, du musst nicht nur für dich denken, sondern du denkst auch für deine Familie. Ich ziehe da so eine richtig strenge Linie mit Selbstbestimmung als privater Mensch, ja, auf jeden Fall, um jeden Preis. Aber wenn Familie nicht mitmacht oder nicht hinter dir steht, dann ist was falsch an dir. Ich würde alles liegen lassen, wenn es darum geht, dass der Familie besser gehen soll. Mein Glaube ist sehr, 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 sehr wichtig für mich. Auch, ich sag mal so, auch wenn sich das nicht allzu oft widerspiegelt in meiner Musik oder in meinem öffentlichen Dasein, sag ich mal. Aber der Glaube ist insofern wichtig, ich sag mal so, ich bin auch damit aufgewachsen, so großgezogen worden von meinen Eltern, dass das immer so ein Ausgleich war von in der Woche Schule, Wochenende Moschee. Ich sag auch, der Glaube ist so die einzige Zuflucht so für dich, für mich persönlich. Weil ich bin eine Person, die nicht offen redet über meine Probleme oder meine Gedanken. Es sei denn, es geht um Business, das ist was anderes. Aber dann suchst du halt Zuflucht in deinem Glauben. Und da holst du dich dann aus, da sagst du dann, da redest du dann. Weißt du, was ich meine? Ich habe da schon so eine gerade Linie, bei der ich wirklich bleiben will und auch aufpasse. Klar gibt es ein bisschen Strengsehendere, die das gar nicht in Verbindung bringen können. Mit, ey, du warst in Mekka, wie du rappst. So für die ist das, das geht nicht, Bruder. So, weißt du, was ich meine? Entscheid dich. Wenn du Musik machst, dann geh nicht dahin. So. Ich will jetzt nicht sagen, die denken, die sind zu streng. Die haben nur so einen Pferdeklappenblick-Dings, aber man hat immer dieses Bild von Muslims, der hat seinen Glauben, der lebt seinen Glauben und Ende aus. So, weißt du, was ich meine? Da denke ich mir, ey, Bruder, guck mal. Der erste Vers vom Koran heißt, lies, also bilde dich. Was gibt's denn noch Moderneres, als dich weiterzubilden? Ich war frisch von Pilgerfahrt zurück, also was heißt, ich habe eine Umrah gemacht im Dezember 2018. Und 2019 habe ich dann halt angefangen mit Musik. Und das war schon für viele so, wie du kommst, du gehst dahin und dann du fängst mit Musik an. Eigentlich, du musst jetzt komplett so Moschee und rechts und links nichts anderes an. So, weißt du, was ich meine? Und in der Rap-Community war das dann auch so mit, krass, wie, was hast du da gemacht? Erzähl mal, Bruder, und so, wie ist es da? Aber mit einem Joint in der Hand. So, weißt du, was ich meine? No front, vielleicht will er auch mal irgendwann dahin fliegen oder seinen Glauben ausleben oder keine Ahnung was. Aber für die war das dann immer, wie, Bruder, nimmst du echt nichts? Wie machst du dann Musik? Weil irgendwie 90% schieben das immer auf die ganzen Drogen und auf Alkohol. Und
denken sich, ohne das, ich kann keine Musik machen. Weißt du, was ich meine? Aber ich habe ja so angefangen, ohne nichts zu nehmen. Deswegen denke ich mir, wenn ich sowas nehme, dann kann ich erst recht keine Musik machen. Also der Song für die türkische Nationalmannschaft kam so zustande, dass die Nationalmannschaft sehr gut drauf war, unnormal gut drauf war. Und da habe ich meinen ersten Song geremixed. Der erste Song von mir hieß Hadi Gel Gezelim, das heißt komm, lass uns auf Reisen gehen, Basis. Ich habe den dann geremixed auf Hadi Gel Gezelim, komm, lass uns feiern, lass uns ausrasten. Und das war dann nur so die Hook, weil das so irgendwie eine Fragerunde, mach mal einen Song für die türkische Nationalmannschaft. Und dann habe ich es gepostet, soll ich? Und dann jeder, ja, ja, ja. Also die Umfrage war schon, Resonanz war heftig. Dann bin ich hier hingekommen, haben wir das direkt gemacht, habe ich es hochgeladen. Und dann kam das wirklich sehr so gut an, dass sogar die Fußballer darauf reagiert haben, der Nationalmannschaft. Der Kapitän, die anderen Spieler, wirklich 8, 9 Spieler, die das dann gepostet haben und hinher. Und das hat sich dann daraus entwickelt, dass ich die auch alle erwähnt habe im Song, alle Fußballernamen und hinher. Was das gebracht hat, ist natürlich eine andere Sache. Gruppenhaus mit 0 Punkten. Was soll ich dir sagen? Guck mal, ich bin mit mir immer selber im Gericht so. Immer. Bei mir bin ich am strengsten. Weißt du, was ich meine? Egal, wie Musik läuft, egal, wie mein Leben sich verändert, für mich persönlich, ich bin unerfolgreich. Nicht erfolgreich, weil Fußball nicht geklappt hat. Mein Verein in der Türkei bin ich für Galatasaray. Das ist der größte Verein der Türkei. Mit ohne Wenn und Aber, das steht nicht zur Debatte. Aber natürlich in Deutschland bin ich für MSV Duisburg. Also ohne Wenn und Aber. Zebra auf der Brust. Gott sei Dank habe ich dieses Glück, dass ich mehr als nur eine Heimat habe. Weißt du, was ich meine? Hier Deutschland natürlich 100%, die Türkei, von wo wir abstammen. Bombe, was will man noch? Im Endeffekt bin ich ein deutscher Künstler mit türkischem Namen. So, ich glaube, das zeigt das schon. Das ist beides jetzt einfach. Ich wäre nicht so erfolgreich, wenn es nicht dieses deutsch-türkische wenn es das nicht gäbe, glaube ich nicht, dass ich so erfolgreich sein würde, weil ich finde, das ist ja auch das, was es ausmacht. Sonst wäre ich einfach nur vielleicht einer von vielen. Ob ich dann erfolgreich wäre, ob es dann geknallt hätte, nur auf Deutsch oder nur auf Türkisch, weiß ich natürlich nicht. Aber ich finde, das ist halt diese goldene Mischung einfach. Gesund, Türkisch-Deutsch passt einfach, finde ich. Das war unsere Germania-Folge und mich würde interessieren, was hältst du von Solidarität? Wenn du noch mehr von Germania sehen willst, dann klick hier und hier gibt's noch eine andere Folge von Germania. Checkt ab.